Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Willkommen zu dieser Legung Du und Dein Gegenüber. Für dich, mein lieber Steinbock, nach einer längeren Pause bei mir, die ich dringlichst gebraucht habe aufgrund eines Trauerfalls in der Familie und einer eigenen Erkrankung, bin ich wieder zurück, energiegeladen und bereit für euch, die Karten wieder regelmäßig zu legen. Ich freue mich sehr hier auf diese Legung am heutigen Abend. Wir schauen uns hier dich und den Menschen an, auf den du hier schaust, dein Gegenüber. Du darfst an diesen Menschen denken. Und wir schauen uns hier jetzt gleich die Kopfebene an, die Herzebene an, eure verbindende und trennende Energie, was die Karten dir raten und auch was du von deinem Gegenüber zu erwarten hast in der nächsten Zeit. Diese Legung ist zeitlos. Das bedeutet, sie ist für dich dann von Relevanz, wenn du sie findest und dir dieses Video anschaust. Die Legung hat eine Gültigkeitsdauer von circa 4 Wochen und es ist eine allgemeine Legung. Die Legung kann hier nicht auf jeden zutreffen. Fühle einfach rein, ob es deine Energie ist oder nicht. Und schaue auch gerne in die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen hinein. Und ganz wichtig, vergiss nicht, mein Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren. So funktioniert YouTube und das ist dein Dankeschön an mich. Wenn du eine private Legung buchen möchtest, ist das aktuell wieder möglich. Alle nötigen Informationen hierzu findest du in der Infobox unterhalb des Videos. Und wir starten dann jetzt auch schon. Und ich bitte das Tarot um klare Botschaften für meine Steinböcke und deren Gegenüber. Alle wichtigen Informationen, all das, was der Steinbock jetzt hören muss. Mein Stopp. Kopfebene für dich. Für den Menschen, auf den du schaust. Die emotionale Ebene. Was raten dir die Karten? Womit darfst du rechnen? Eure verbindende Energie und die trennende Energie. Auf der linken Seite liegst du, lieber Steinbock, auf der rechten Seite liegt dein Gegenüber. Es ist möglich bei dieser Legung, dass sich die Energien vertauschen, dass sich die Legung spiegelt. Das bedeutet, dass es durchaus sein kann, dass du gleich bei der Deutung feststellst, dass du dich eher hier wiederfindest und dein Mensch, auf den du schaust, hier auf der linken Seite, das ist völlig in Ordnung. Du darfst dir die Energien so zuordnen, wie sie für dich relevant sind. Und wir starten mit deiner Kopfebene. Okay, du hältst an etwas feste. Du stagnierst vielleicht auch momentan in einer Situation, in eurer Verbindung gedanklich. Ich hätte hier gerne noch ein oder zwei Informationen.
Ich glaube, hier ist einiges in Schieflage geraten, in der Vergangenheit. Ich nehme dich hier auch mit den Zehn der Stäben unter dem Deck. Ja, sehr belastet, vielleicht auch ein Stück weit unzufrieden in dieser Verbindung war. Viele Dinge sind aus dem Gleichgewicht geraten. Bei vielen Dingen fehlt vielleicht auch ein Stück weit Klarheit und Wahrheit. In der Vergangenheit war man hier vielleicht auch nicht immer ehrlich zueinander, hat sich Dinge schön geredet oder hat Konfrontationen zu ungemütlichen Themen gemieden. Dir ist sehr klar, dass sich hier etwas verändern muss. Dir ist sehr klar, dass man hier Bewegung reinbringen muss in die Sache. Ich habe hier aber den Eindruck, dass du hier entweder an alten Mustern festhältst oder dass eure Verbindung so sehr von alten Mustern geprägt ist und hier ist etwas wirklich zum Erliegen gekommen. Also ich glaube, die belastende Situation, die ich gerade angesprochen habe, die ist schon wahrscheinlich ein bisschen deutlicher vorhanden als wie mit den Zehn der Stäben, nämlich mit dem Turm, möglicherweise kurz vor einer Trennung, kurz vor einem Zusammenbruch. Und ich habe aber das Gefühl, mein lieber Steinbock, du hältst hier an einer Verbindung feste, an einem Lebensumstand feste, der dringlichst Veränderung braucht, der dringlichst einen Richtungswechsel braucht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du bereit bist, auch eine andere Richtung einzuschlagen oder ob die Situation so festgefahren ist, dass du einfach, ja, dich innerhalb deiner Komfortzone bewegst und hier an alten Mustern, an alten, Vorhergehensweisen festhältst. Also so ganz nach dem Motto, wir haben das schon immer so gemacht, das hat immer funktioniert, wir machen das weiterhin auch so, es fühlt sich zwar nicht gut an, es ist sehr viel zerrüttet und eigentlich müsste man hier einiges wieder ins Gleichgewicht bringen, mal ehrlich zu sich selber sein und auch zu seinem Gegenüber. Das ist mir alles zu viel, das ist mir alles zu anstrengend. Ich halte einfach daran feste, so wie es bisher war. Ich möchte meine Komfortzone nicht verlassen. Diesen Eindruck habe ich hier von dir und von deiner Kopfebene. Der Mensch, auf den du schaust, der ist still, der ist zurückgezogen. Vielleicht findet hier gerade auch keine Kommunikation zwischen euch beiden statt. Das ist durchaus denkbar. Ich nehme hier einen Menschen wahr, der sehr nach innen gekehrt ist, sich sehr viele Gedanken macht. Glaube, Gedanken über eure Situation, über eure partnerschaftliche Situation, worauf er den Fokus setzen sollte, was ihm wichtig ist, Gedanken auch über seine eigene Lebensfreude, was ihm Glück bringt, was ihm Freude und Leichtigkeit im Leben beschert. Möglicherweise auch über eine Dame. Vielleicht bist du das. Das kann ich hier nicht genau zuordnen. Über eine Dame, die voller Lebensfreude ist, die sprüht, die ihn mitreißt, die viel Charme hat, die sagt, was sie denkt, so eine Lebenskünstlerin, gut gelaunt, positiv. Es ist durchaus möglich, und das sage ich vorweg und sehr ehrlich, Märchenstunden gibt es bei mir nicht. Es ist durchaus möglich, dass es hier eine dritte Person gibt und dass dein Gegenüber hier gerade am Überlegen ist, in welche Richtung er hier investieren möchte. Ob er überhaupt investieren möchte, was er investieren möchte, wie viel er investieren möchte.
Das sind alles so Gedanken, die diesem Menschen durch den Kopf gehen. Und wir haben hier nochmal den Gehängten, das Ass der Kelche, die drei der Kelche. Ja, Stille, Schweigen, Rückzug und eigene Klarheit finden. Das ist hier das Thema. Und hier ist für mich auf deiner Seite halt einfach diese Situation, du hältst an etwas feste, was gar nicht so gut läuft. Und ich nehme hier ganz stark wahr, dass du momentan auch gar nicht vielleicht bereit bist, hier etwas zu verändern. Deine Gefühle für diesen Menschen. Hier ist sexuelle Anziehungskraft vorhanden. Aber auch das ist hier von deiner Seite aus auf Eis gelegt. Also das ist so ein bisschen totgelebt alles. So diesen Eindruck habe ich. Hier ruht gerade sehr viel. Man findet sich in ganz viel Schweigen, Stille wieder und keiner ist wirklich aktiv. Der eine möchte nicht loslassen, der andere möchte nicht investieren. Ich nehme hier schon wahr, dass es vielleicht in der Vergangenheit hier zu deinem Menschen eine sehr große Anziehung gab, dass es auch Leichtigkeit gab. Der Ritter der Stäbe ist auch ein Mann, der sehr gut für eine Affäre geeignet ist, falls ihr euch in keiner Partnerschaft befindet. Aber auch das hier, ja, ist auch so in den Stillstand geraten. Mit dem Ritter der Stäbe streitet es sich auch sehr gut. Das ist ein Mann, der ja auch ein bisschen hitzköpfig ist, der seine Meinung kundtut. Und ich habe das Gefühl, dass alles, was euch vielleicht in der Vergangenheit ausgemacht hat in dieser Hinsicht, ist hier auch so ein bisschen ja eingeschlafen, möchte ich sagen. Was fühlt denn der Mensch, auf den du hier schaust? Ich glaube, hier hat jemand Gesprächsbedarf. Hier würde gerne jemand kommunizieren. Worüber? Naja, entweder über neue Ideen, die man hat, was man verändern möchte, dass man neue Wege gehen möchte, dass man neue Chancen im Leben ergreifen möchte, vielleicht auch Chancen zu Dingen, die für einen selber erstmal stehen, die einem selber gut tun, die einen hier mit den neuen der Münzen in die Fülle bringen, in die Selbstliebe bringen und die eigenen Batterien auch erstmal wieder aufladen. Was fühlt dieser Mensch denn? Ja, mit dir eine gewisse Stabilität. Vielleicht habt ihr sogar eine Familie miteinander. Vielleicht seid ihr verheiratet, habt Kinder. Ich nehme hier keine großen Liebesgefühle wahr. Also wir haben hier 10 der Münzen. Wir haben hier nicht die 10 der Kelche liegen. Ich nehme diese großen Gefühle bei dir aber auch nicht wahr, lieber Steinbock. Das ist so, das schreit hier für mich alles so sehr nach Vernunft und nach einer Vernunftsbeziehung, die aufgebaut oder aufrechterhalten wird, aufgrund von vielleicht gemeinsamen Verpflichtungen, aufgrund dessen, dass man seine Komfortzone hier nicht verlassen möchte. Vielleicht hat das auch finanzielle Hintergründe oder halt auch familiäre Hintergründe, dass man Kinder nicht enttäuschen möchte, dass man das Familienbild wahren möchte. Wenn ihr eine Affäre hattet, das habe ich ja eben gesagt, dass es möglich ist, ist hier die Familie sehr im Vordergrund. Also dann hat hier dieser Mann zwar das Bedürfnis, mit dir zu kommunizieren, mit dem Pagen der Schwerter, vielleicht auch neue Dinge mit dir auszuprobieren, vielleicht auch nochmal zu kommunizieren. Aber im Fokus des Mannes, auf den du hier schaust, liegt mit den 10 der Münzen die feste Basis, in der er sich gerade befindet.
sprich Familie, feste Partnerschaft, stabiles finanzielles Umfeld. Was raten die Karten dir denn? Ich nehme hier wahr, dass bei dir eine Transformation nötig ist und das Umdenken nötig ist, was Beziehungen, Partnerschaften, den Aufbau von Beziehungen angeht und auch was äußere Einflüsse angeht. Ich weiß nicht, inwieweit ihr von außen beeinflusst werdet oder inwieweit du von außen beeinflusst wirst. Hier raten die Karten dir zu einem Umdenken, und zwar zu einem Umdenken, um in eine gewisse Unabhängigkeit zu kommen. In eine Unabhängigkeit, so dass dir Meinungen, Einflüsse, die von außerhalb auf dich hereinströmen, nicht mehr so wichtig sind. Ein Umdenken vielleicht auch in deiner eigenen Art und Weise, wie du Beziehungen eingehst und aufbaust, wie du auch die Wahl für deinen Beziehungspartner triffst, und dass du dir hier einfach nochmal Gedanken machst. Und womit darfst du seitens deines Gegenübers rechnen? Ja, hier hat. Ich habe das Gefühl, dieser Mensch möchte, also der ist mit sich in einem ganz großen Zwiespalt und in einem großen inneren Konflikt. Ich habe hier einen Menschen liegen, der gerne irgendeine Chance im Leben wahrnehmen würde. Mit dir oder woanders oder beruflich. Das ist auch wahrscheinlich bei jedem von euch individuell ganz unterschiedlich. Dieser Mann möchte neue Wege einschlagen. Dieser Mann wünscht sich eine neue Chance. Dieser Mann möchte seinen Weg gehen. Und dieser Mann ist in einem absolut inneren Konflikt mit sich selber, in einem Gedankenwirrwarr, in einem Gedankenkarussell. Und ich glaube, deswegen kannst du hier erstmal gar nichts erwarten. Dieser Mensch ist absolut mit sich selber beschäftigt, macht sich Gedanken, wie es weitergehen soll, macht sich Gedanken um die Zukunft, um eure Zukunft, um die eigene Zukunft, und sucht hier, glaube ich, einfach nach Lösungen und nach auch, ja, für sich so dieser inneren Einkehr, dieser inneren Sicherheit, das für sich Richtige gefunden und getan zu haben. Was verbindet euch beide denn? Okay, der Blick auf die Zukunft. Ja, und dass man hier mit den zwei der Stäben kommt mir hier auch wieder rein. Es steht eine Entscheidung an und ich glaube, diese Entscheidung wird nicht getroffen. Und man gibt sich hier immer wieder eine neue Chance. Immer und immer und immer wieder fängt man von vorne an. Man hat neue Ideen. Man denkt, man schafft es diesmal. Man ergreift die neue Chance. Aber, und das ist das, was ich eben gesagt habe, man befindet sich hier in einer Art Hamsterrad. Ich nehme hier überhaupt keine Bewegung wahr in der Form, dass sich hier jemand verändert. Ich sehe hier nur, dass jemand Veränderung wünscht, aber nichts dafür tut. Was trennt euch? Ja, man ist gefangen. Man ist gefangen in Ängsten, in Sorgen. Man hat Sehnsüchte. Und euch trennt ein Neuanfang. Und euch trennt vielleicht sogar die Herrscherin. Wie gesagt, die Möglichkeit besteht, dass ihr hier auf einen Mann schaut, der anderweitig verpartnert ist, mit dem ihr eine Affäre habt oder hattet, wo es immer wieder stagniert, und das ist, ich nehme hier
Genau, was trennt euch? Euch trennen einfach diese Verbindlichkeiten, diese Verstrickungen. Euch trennen Ängste, euch aus dieser Verbindlichkeit herauszulösen, und euch trennt ein Neuanfang, der hier, glaube ich, essentiell notwendig ist, um etwas Gutes und Gesundes starten zu können. Ihr Lieben, Steinböcke, das war eure Legung, du und dein Gegenüber. Vergesst nicht, das Video zu liken. Ich hoffe, ihr habt euch wohlgefühlt hier in dieser Legung und auf meinem Kanal. Ich bedanke mich für eure Zeit und für euer Vertrauen und dafür, dass ihr dieses Video angesehen habt. Bis zum nächsten Mal.